Schweizer Familie präsentiert. Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Clarulis, universitäres Bauchzentrum Basel, Exzellenz in Klinik und Forschung. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Und Viogy, mehr als Labormedizin. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Heute reden wir über etwas Unbekanntes, nämlich, dass es nach einem Unfall zu Persönlichkeitsveränderungen kommen kann. Wenn ein Hirntrauma passiert, kann das tatsächlich auslösen, dass es Verhaltensstörungen noch gibt. Zum Beispiel sind die Betroffenen dann desorientiert, manchmal auch sehr ungeduldig und zappelig und manchmal sogar aggressiv. Der Carmelo Imbrogiano ist die Stegen abgefallen und hat sich ein Schädel-Hirntrauma geholt. Er ist dann im Rehab Basel behandelt worden und wir haben ihn dann begleitet. TÜV-Fahren ist Carmelo Imbrogianos Leidenschaft. Seit ein paar Monaten kann der Sizilianer seinem Hobby endlich wieder nachgehen. Es gefällt mir sehr. Man braucht im Leben irgendetwas, das man gerne macht. Es bedeutet Freiheit und Autonomie, unabhängig sein. Genau das war Carmelo Imbrogiano lange nicht. Denn im Januar des vergangenen Jahres stürzt er die Kellertreppe runter und erleidet dabei ein schweres Schädel-Hirntrauma. Ich weiß nur noch, dass ich die Türen zugemacht habe. Danach erinnere ich mich an nichts mehr. Wahrscheinlich bin ich die Stege offen und ausgerutscht. Zum Glück ist gerade meine Nachbarin abgekommen. Sie hat mich in einer Blutlache gefunden und hat dann den Krankenwagen gerufen. Im Unispital Basel wird Carmelo Imbrogiano in ein künstliches Koma versetzt. Nach 2 Wochen wird der Plattenleger zur Rehabilitation ins Rehab Basel verlegt. Eine hochspezialisierte Klinik für Neurorehabilitation. Hier rundherum sieht man weiß gefärbt den Schädelknochen des Patienten. Innerhalb des Schädelknochens ist das Gehirn. Und hier sehen wir, irgendwas ist hier nicht ganz symmetrisch. Das ist die linke Seite, das ist die rechte Seite. Hier ist vorne und hier ist der Hinterkopf des Patienten. Und wir sehen jetzt also rechts vorne diese Struktur, die hell gefärbt ist und die auch so einen dunklen Randsaum hat. Das ist die Blutung, die aufgetreten ist durch den Sturz des Patienten auf der Treppe. Also das Weiße ist die Blutung und diese dunkel gefärbten Strukturen hier rundherum ist eine Wassereinlagerung, ein Ödem, das aufgetreten ist im umgebenden Hirngewebe. Wenn wir das weiter nach oben hin verfolgen, sehen wir auf der rechten Seite, wo die Blutung aufgetreten ist, sind diese Hirnwindungen relativ verstrichen durch diese Wassereinlagerung, durch das Ödem, das hier aufgetreten ist. Und links sieht das noch recht normal aus. Also hier kann ich diese Hirnwindungen, die einzelnen Rinnen hier noch abgrenzen. Nachdem Carmelo Imbrogiano aus dem Koma aufgewacht ist, ist sein Verhalten auffällig. Er ist desorientiert und glaubt, in Italien zu sein. Ich bin sicher, ich sei noch in Sizilien, wo ich gerade meine Ferien verbracht habe, und habe immer gesagt, ich will nach Basel, ich muss nach Basel, ich muss zur Arbeit. Auch als ich ins Rehab gekommen bin, habe ich gemeint, ich sei noch in Italien. Er hatte auch Mühe, sich zeitlich zu orientieren. Das fing auch damit an, schon zu wissen, wann ist Tag, wann ist Nacht, wann schlafe ich normalerweise, wann stehe ich auf. Und er hatte einfach auch Mühe, sein Verhalten zu regulieren, also auch zu wissen, welche Umgangsformen bestehen denn eigentlich, wenn ich mit anderen Menschen rede. Wann lasse ich dem anderen auch mal Zeit auszusprechen, was er sagen möchte? Wie kann ich meine eigenen Emotionen halt regulieren? Deshalb wird Carmelo Imbrogiano auf der SAP behandelt. Eine geschützte Station für schwer verhaltensauffällige Patienten nach einer Schädel-Hirn-Verletzung. Das sind Menschen, die keinen Tag-Nacht-Rhythmus haben, die orientierungslos sind, die nicht wissen, wo sie sind, die meistens noch nicht mal wirklich mehr wissen, wer sie sind. Auffällig sind, dass sie sich selbst nicht mehr spüren, einen ausgeprägten Bewegungsdrang haben, laut sind,
diese Lautstärke, die man auch immer wieder wahrnimmt, wenn man über die Station geht, das Schreien, was man oft hört, das Rufen, das ist ein Ausdruck auch von Hilflosigkeit. Die Patienten können sich auf der Station frei bewegen. Aber sie können sie zu ihrem eigenen Schutz nicht verlassen. Die Therapien werden darum in den stationseigenen Räumlichkeiten durchgeführt. In einem geschützten Rahmen, der optimal an die Bedürfnisse der Patienten angepasst ist. Wir müssen nicht in die Physiohalle, wo ganz viele Menschen drumherum sind, wo sehr viel Ablenkung ist. Sie können das alles in Ruhe hier unten üben. Für viele Patienten sind die Reize der Umgebung, also andere Menschen, was für uns vollkommen normal ist, Autos, die vorbeifahren, Menschen, die um uns herum reden, andere Geräusche, wahnsinnig störend. Es lenkt sie ab. Sie sind kaum in der Lage, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Carmelo Imbrociano macht auf der SAP unter anderem eine Ergo- und eine tiergestützte Therapie. Er verbringt einen Monat auf der Station und 3,5 Monate im Rehab. Ich weiß noch, sie haben mir geholfen. Sì. Sie haben mir sehr geholfen. Durch die neuropsychologische Therapie werden die Verhaltensauffälligkeiten behandelt und das Gedächtnis des Italieners aktiviert. Ausdauer und Geduld sind dabei wichtig. Immer wieder den Patienten zu erklären, was ist passiert, wo befindet er sich denn gerade überhaupt, welche Uhrzeit haben wir, sei es einfach nur, dass man einen Kalender auch aufhängt, eine Uhr dem Patienten aufstellt. Ja, und Geduld zu haben, auch vieles einfach wieder zu wiederholen. So muss Carmelo Imbrociano auch ganz Alltägliches wie Essen zubereiten und kochen wieder erlernen. Diese Patientin, die bewusstlos in der Dusche aufgefunden wurde, hat das hingegen noch vor sich. Dafür gibt es auf der SAP eine eigene Therapieküche und auch darauf spezialisierte Therapeuten. Das heißt, sie sind hier ohne festen Plan. Sie sind in der Lage oder in der glücklichen Position, zu kommen und zu gucken, welcher Patient ist heute in welcher Verfassung. Weil hier ist kein Tag wie der andere. Es ist halt nicht planbar. Andere Stationen sind planbarer, weil die Patienten einfach ganz andere sind. Und so können wir uns individuell auf die Patienten einstellen. Alle diese Menschen wurden von jetzt auf gleich mitten aus ihrem Leben gerissen. Deswegen ist für uns die Biografiearbeit wahnsinnig wichtig. Wir müssen wissen, was ist das für ein Mensch? Wo kommt dieser Mensch her? Wofür hat er sich interessiert? Was waren seine Vorlieben, seine berufliche Ausrichtung? Was für ein Leben hat dieser Mensch geführt? Weil wir müssen in irgendeiner Form an diesen Menschen herankommen. Auf der SAP gibt es auch einen Kriseninterventionsraum. Carmelo Imbrociano kann ihn auf seinem Besuch besichtigen. Der Raum ist schalldicht und videoüberwacht. Wir haben viele Patienten, die auch aggressiv sind. Und um diese Patienten vor sich selbst zu schützen, haben wir die Möglichkeit, sie in diesen Raum einfach für kurze Zeit unterzubringen. In der Türe ist ein Guckloch, was sich auch auf klar stellen lässt. In dem Raum ist eine Kamera. Sie können sich in dem Raum einfach nicht selber verletzen. Wir mussten den Raum tatsächlich auch schon benutzen. In dem Fall war es eine Patientin, die sehr aggressiv geworden ist in einer Küchensituation. Wir haben sie aus der Küche rausgeholt, haben sie in den Raum gebracht, haben die Türe zugemacht. Es ist für die anderen Patienten nicht störend, es passiert den anderen Patienten nichts. Seit seinem tragischen Sturz hat sich Carmelo Imbrocianos Leben, aber auch seine Einstellung dazu verändert. Non ci penso, però faccio molto più attenzione. Ich denke zwar nicht ständig an den Sturz, aber ich passe viel mehr auf. Ich bin langsamer geworden, warte ab und treffe erst dann Entscheidungen. Ich merke, dass ich einiges langsamer bin und versuche es trotzdem noch so gut zu machen, so wie früher noch. Aber das gefällt mir nicht. Es gefällt mir überhaupt nicht. Der Plattenleger ist immer noch arbeitsunfähig. Er hat Konzentrationsschwierigkeiten und fühlt sich energielos. Aber kurze TÜV-Strecken sind für Carmelo Imbrociano machbar und erholsam. Herr Dr. Oehing, der Herr Imbrociano hat Konzentrationsstörungen, aber kann TÜV fahren. Ist das nicht gefährlich? Ja, ich kann verstehen, dass es erstmal irritiert, das so zu sehen.
Es ist aber so, dass Herr Imbrugiano sich das gewissermaßen auch wieder erarbeitet hat. Er hat sehr intensive neuropsychologische Therapie bekommen. Und es ist auch eine ausgiebige neuropsychologische Testung gemacht worden, bevor er dann die Freigabe bekommen hat. Also er hat jetzt viele Monate lang erstmal nicht Auto fahren können und ist von den Neuropsychologen auch hinsichtlich seiner Aufmerksamkeit, seiner Konzentrationsfähigkeit, vom Gesichtsfeld her, von seiner Reaktionsfähigkeit ausgiebig getestet worden, bis man erstmal diese Freigabe wieder ihm erteilt hat. Das hat fast den Stellenwert eines Gutachtens, was da gemacht worden ist. Jawohl. Mhm. Im Herr Imbrugiano sieht man auch wirklich nichts an. Was ist denn nicht mehr wie vorher? Na, er hat das selber schon ganz gut beschrieben. Er kann sich nicht mehr konzentrieren, wie er das vorher konnte. Er ist sehr viel schneller müde, er braucht viel mehr Pausen. Er kann diese Geschwindigkeit, die er vorher immer gelebt hat, nicht mehr aufrechterhalten. Sei es im Gespräch, sei es beim Lesen, beim Fernsehschauen. Das sind alles Dinge, die ihn sehr schnell ermüden. Mhm. Das wird auch wahrscheinlich so bleiben. Das wird so bleiben. Und das wäre eigentlich die nächste Frage, Herr Oehing. Kann man solche Verhaltensstörungen heilen oder kann man nur eine Besserung erwarten? Das lässt sich nicht ganz generell beantworten, diese Frage. Aber wir erleben das schon, dass wir in den meisten Fällen die Patienten schon sehr gut wieder in den Alltag integrieren können. Aber es ist schon so, dass bei einem Großteil der Patienten gewisse Defizite dabei bleiben, auch die vielfach auch dann zumindest zu einer reduzierten Arbeitsfähigkeit dann führen, auch auf längere Sicht hinweg. Mhm. Aggressivität kann ein Problem sein. Das ist ja wahnsinnig schwierig, auch für die Familie, aber auch für die Pflegenden. Es wird viele sehr schnell als Aggressivität bezeichnet. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie werden wach, Sie wissen nicht, wo Sie sind, wer Sie sind, was um Sie herum passiert. Das Erste, was ein Mensch macht, ist eine Abwehrreaktion. Das wird ganz schnell als Aggressivität ausgelegt oder gedeutet. Damit ist schwierig umzugehen, vor allem für die Familie. Mhm. Wir sind es gewöhnt, wir kennen das, gehen entsprechend anders an die Menschen ran, haben auch die Distanz zu den Patienten. Für die Familie ist es ganz schwierig, diese Schocksituation, die dahinter steht, wie Herr Imbrugiano, der die Treppe runterfällt, von jetzt auf gleich aus dem Leben gerissen wird. Und dann liegt dort jemand, den Sie in der Form nicht kennen. Ja. Der zwar aussieht wie Ihr Partner, wie Ihr Vater, wie Ihr Mutter, aber gar nicht mehr der Mensch ist, den Sie jemals erlebt haben. Das ist schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Jetzt haben wir ja auch den Isolationsraum gesehen. Wenn ich das sehe, das macht mir gerade ein bisschen Angst. Also ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt so nervös wäre und dann müsste ich dort rein, würde ich noch nervöser. Oder vielleicht eben in diesen Situationen. Beruhigen sich die Patienten schnell? Ja, das hängt auch wieder von den Patienten ab, aber es ist eine ganz andere Wahrnehmung und ein ganz anderes Bedürfnis, was dahinter steht. In diesem Raum selber, wenn man auch so da reingeht, man merkt schon diese Schallisolation, es ist viel ruhiger. Mhm. Die ganzen Reize, die diesen Patienten so provozieren oder halt auch in dieser Form so aufregen, sind dort nicht mehr. Ja. Sie finden zur Ruhe. Das ist nicht vorstellbar für, also ich selber persönlich finde es auch nicht angenehm in diesem Raum, aber dem Patienten hilft es. Wie häufig kommt es zu Verhaltensveränderungen nach einem Schädelhirntrauma? Ja, die Ausprägung von Verhaltensänderungen kann sehr variabel sein. Wir gehen aber insgesamt davon aus, dass so in 50% der Fälle nach einem schweren Schädelhirntrauma auch irgendeine Form von Verhaltensauffälligkeit zumindest vorübergehend auftritt. Bei den meisten Patienten ist das innerhalb von 14 Tagen wieder behebbar, sozusagen das Problem, oder es ist soweit kompensiert, dass man eine normale Rehabilitation machen kann. Wir haben aber eben einen hohen Prozentsatz auch von Patienten, bei denen eine normale Rehabilitation nicht möglich ist und wo sie ein bestimmtes geschütztes Umfeld wie bei uns auf der Station benötigen, um mit ihnen Rehabilitation machen zu können. Können wir die Probleme sofort oder braucht es eine Zeit? Es ist häufig so, dass man einfach in der Anfangszeit nach so einem schweren Schädel-Hirntrauma Patienten hat, die noch von ihrem Bewusstsein stark gemindert sind, wo die Verhaltensauffälligkeiten vielleicht nicht ganz so ins Auge stechen, wie das später ist, wenn Patienten sich aus der initialen Phase rausbewegt haben, sich in gewisser Weise wieder erholt haben. Aber prinzipiell mit dem Sturz, mit dem Schädel-Hirntrauma ist die Läsion, also ist die Verletzung im Gehirn aufgetreten, die das Ganze auslöst und dadurch ist auch letztendlich der Beginn dann der Symptomatik dann auch. Ja. Merken es Patienten, dass sie die Probleme haben? Gibt es eine Krankheitseinsicht? Irgendwann kommt der Punkt, da kommt die Krankheitseinsicht. Anfangs nicht. Sie können sich auch in den meisten Fällen gar nicht erinnern,
an diese erste Zeit. Auch Helm Ruggiano kann sich an ganz lange Wochen gar nicht mehr erinnern. Mhm. Irgendwann kommt der Punkt, wo sie es merken, wo die Krankheitseinsicht kommt, es auch oft mit einer gewissen Frustration einhergeht. Ja. Sie merken, es funktioniert einfach nicht mehr, wie es mal der Fall gewesen ist. Oder vielleicht, sie können sich nicht steuern. Oder? Ja, vielleicht von dort her auch die Ungeduld. Mhm. Ja. Ja, das kann ich mir eigentlich sehr gut vorstellen. Ist es auch abhängig, wo die Läsion ist im Hirn? Ja, wir sehen das insbesondere bei Patienten, die Verletzungen im Stirnlappen, also in dem vordersten Bereich des Gehirns erlitten haben, also in dem Bereich des Gehirns, der direkt hinter der Stirn liegt, dass die sehr deutlich vermehrt Probleme haben mit Impulsivität, allerdings auch Lernbeeinträchtigungen, die es ihnen auch dann verunmöglichen, ja eben diese sozialen Regeln, die wir gewohnt sind zu befolgen, dann auch wieder neu zu erlernen. Wie binden Sie eigentlich die Angehörigen ein? Die Angehörigen bilden einen ganz wichtigen Bestandteil dieser Therapie. Sie müssen auch im Nachhinein noch mit den Patienten umgehen. Es ist für sie wichtig, das auch zu verstehen, was passiert. Und es ist vor allem für die Patienten ganz wichtig, Bezugspunkte zu haben. Mhm. Das heißt, wir schauen immer, wie geht es dem Patienten, wie viel verträgt er, wie gut tut ihm der Kontakt und versuchen das entsprechend ein bisschen mitzusteuern und vor allem aber auch mit einzubinden. Und je weiter der Heilungsprozess fortschreitet, umso mehr werden die Angehörigen auch mit eingebunden. Aber das ist nicht einfach, weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Paar mir vorstelle und plötzlich der Mann oder die Frau ist ein ganz anderer Mensch wie vorher, wie oft bricht das auch eine Beziehung? Ungefähr 50-50. Ja. Also es gibt Beziehungen, die halten das wirklich aus und die machen das beeindruckend. Und es gibt aber auch Beziehungen, die dem Druck nicht standhalten können. Ja. Was man eigentlich schon auch noch verstehen kann. Das ist ja ganz schwierig. Das ist ja für immer dann etwas, was man auch natürlich gerade sofort möchte, ist eine Prognose nach einem Unfall. Wie gut kann man eigentlich etwas aussagen? Ja, gerade das ist sehr schwierig einzuschätzen, gerade in der ersten Phase. Häufig brauchen wir da auch einen gewissen Beobachtungszeitraum von 2-3 Monaten manchmal, um einschätzen zu können, in welche Richtung entwickelt sich das Ganze. Wir haben manchmal Patienten, die sich relativ schnell erholen. Da gehört auch der vorgestellte Patient, Herr Imbrogiano, eigentlich eher dazu. Auch, dass er wieder eine Arbeitsfähigkeit zu einem gewissen Grad dann im Verlauf wieder erreichen kann. Aber wir haben auch teilweise Patienten, wo die Heilung sehr, sehr langsam auch nur vonstatten geht. Vor allem, wenn sehr große Schäden im Gehirn aufgetreten sind, ist das sehr, sehr schwierig, das im Verlauf auch wieder zu kompensieren. Mhm. Vielleicht noch zum Schluss, wenn man so etwas erleben muss, zum Beispiel als Angehörige, wie soll man reagieren? Oder gibt es Sachen, die einem helfen? Es gibt keine Pauschallösung oder es gibt nicht das Mittel der Wahl. Jede Beziehung ist unterschiedlich, jeder Mensch ist unterschiedlich. Was wir viel machen, dass wir noch ein Gesprächsangebot zusätzlich zu dem, was wir auf Station haben, über die Neuropsychologie mit anbieten, dass auch die Angehörigen wie aufgefangen werden. Ich glaube, das Wichtigste, was man tatsächlich haben muss, ist Geduld. Geduld. Mhm. Das ist nicht einfach. Nein, das ist das Schwierigste. Ja. Dankeschön vielmals, Frau Döpgen, und herzlichen Dank, Herr Oehing. Danke. Ein spannendes Interview zu dieser Thematik finden Sie in der Schweizer Familie und auch bei uns auf der Webseite weitere Informationen. Ich schmecke es noch. Ich habe aber auch kein Covid gehabt. Weil eine der unangenehmen Folgen einer Covid-Infektion sind Geruchs- und Geschmacksstörungen. Und fast die Hälfte von allen Betroffenen haben das Problem. So auch Gerda Schär. Sie hat Covid vor 1,5 Jahren verwünscht. Ich probiere immer wieder, meine Nase hier reinzuheben, aber ich schmecke nicht richtig, dass es nach Rosen schmeckt. Leider, weil die schmecken sonst sehr gern, also gut. Letztes Jahr erkrankte Gerda Schär an Corona und verlor wie aus dem Nichts ihren Geruchs- und Geschmackssinn. Ich habe beim Zvieri so eine Zuckerweckli, so eine Weckli mit Zuckerböll oben drauf gegessen. Und dann habe ich den Kollegen gesagt, du, ich schmecke das gar nicht. Und dann habe ich realisiert, ich schmecke gar nichts mehr, wenn ich esse. Die meisten Corona-Patientinnen trifft es ohne Vorankündigung, so HNO-Ärztin Antje Welge-Lüssen. Also wenn man so eine Riechstörung hat, dann ist es so, dass das Virus hier diese Zellen im Bereich der Riechschleimhaut schädigt.
Und wenn der Duftstoff von vorne in die Nase kommt oder eben, wenn man den Mund zu hat und isst und dann von hinter dem Gaumensegel da vorbeistreicht, dann funktionieren die Riechzellen nicht mehr und deshalb riechen die Patienten nichts und haben auch den Eindruck beim Essen, es schmeckt sehr fade. Dank Training mit Duftfläschchen können sich Riechzellen erholen und damit wird auch der Geschmackssinn reaktiviert. An denen muss sie morgens und abends so an jedem Fläschchen 20 bis 30 Sekunden schnuppern. Das gibt einen Stimulus, einen Reiz und erhöht damit die Wahrscheinlichkeit der Spontanerholung oder Regeneration. Nach mehreren Monaten Training meldete sich bei Gerda Scheer erstmals das Riechvermögen zurück. Gewisse Düfte nimmt sie nun wieder wahr. Doch auch knapp eineinhalb Jahre nach ihrer Corona-Erkrankung fühlt sich das Riechen immer noch befremdend an. Das ist für mich grusig. Das schmeckt gar nicht gut. Aber ich weiß, es ist Basilikum. Wenn jetzt alles weg ist, dann riecht man erst mal gar nichts. Und wenn nun ein Teil sich wieder erholt am Anfang, dann kann es sein, dass noch nicht alle Riechsinneszellen gleichzeitig wieder da sind. Und das führt dann zu so einem Fehleindruck im Gehirn. Gerda Scheer fühlt sich trotz kleinen Fortschritten noch immer stark eingeschränkt in ihrem Alltag. Zum Beispiel, wenn sie für ihre Töchter kocht. Salatsauce ist das typische, ja, also wenn wir heimkommen, wenn wir zuerst dann ich kann es probieren, irgendwie halt schnell etwas probieren, wenn ich jetzt koche für jemanden, ja, und dass ich halt schnell sage, hey, probier dir, wie es schmeckt. Genau. Ja. Das ist so letztes Jahr im Sommer, ist dann wirklich so weit gekommen, wo ich wirklich so ein bisschen gefunden, das kann es jetzt nicht sein. Also, wo ich wirklich eigentlich fast ein Problem mit dem bekommen habe, dass das so lange geht. Weil rundum hast du dann gehört, der hat keinen Geruch und Geschmackssinn, ist wieder gekommen. Nach zwei Wochen, nach drei Wochen, easy. Und bei mir ist auch immer noch nichts gekommen. Erfahrungen bei anderen postinfektiösen Riechstörungen zeigen, es kann zwei Jahre dauern, bis sich das Riechvermögen erholt. Diese Chance besteht auch bei Corona-Patientinnen. Wir wissen, je jünger jemand, je höher die Chance der Erholung als bei etwas älteren Menschen. Und im Einzelfall ist es ganz schwierig vorherzusagen, ob der Einzelne sich wirklich wieder vollständig erholen wird oder nicht. Bis in rund einem halben Jahr dürfte sich weisen, ob Gerda Scheer jemals wieder riechen und schmecken kann wie früher. Sie ist dankbar um jedes kleine Erfolgserlebnis. Also jetzt zum Beispiel die Melone. Das ist jetzt etwas, was ich nicht mehr essen konnte. Und habe es jetzt probiert. Ich bin mit der Sinne in der Ferien, weil die haben so fein ausgesehen und die sind wirklich mega fein. Mhm. Und das ist köstlich. Und das war's schon wieder für heute. Dankeschön, dass Sie dabei waren und adieu miteinander. Wieso haben Frauen andere Symptome als Männer, zum Beispiel bei einem Herzinfarkt? Darüber reden wir nächste Woche. Und auch, wie man aus dem Teufelskreis von chronischen Schmerzen wieder rausfindet. Schweizer Familie präsentierte Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Clarunis, Universitäres Bauchzentrum Basel, Exzellenz in Klinik und Forschung. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Und Viogi, mehr als Labormedizin.